Ich kannte Ilarius vor langer Zeit, als er noch unter den Engeln war. Habe ich schon. Aber nach einiger Zeit wurde er des Kampfes gegen die Dämonen müde. Und er begann im Geheimen mit den Dämonen ein Bündnis zu schmieden und Frieden zu erreichen. Die Dämonin Lilith wurde zu seiner engsten Verbündeten in der Hölle. Und viele andere Dämonen und Engel schlossen sich ihm an. Etwas schwächer. So. Wenn du weiter so sagst, spielt deine Playstation wieder ab. Ja, glaube ich auch. Heute klappt echt gar nicht. Naja. Das liegt ja nicht an der Playstation, die scheiß nicht Internetverbindung. Nur Assis irgendwie. Manchmal ist es so, vor allem zu Silvester, manche haben Spaß daran, diese Verbindungs... was denn nun? Diese Verbindungskästen zu sprengen, die auf der Straße rumstehen. Das haben sie gar nicht gemacht, oder wie? Nee, aber manchmal habe ich das Gefühl, weil immer zu solchen Anlässen fängst du nur mal an hier mit solchen Verbindungsproblemen. Und bist du schon im Spiel? Ja. Bist du in? Ich habe mein Zuhause zwar verlassen, aber es so viel zu sehen. Ich. Wo läufst du schon in den? Freude, die ich vielleicht empfunden ich hab das Spiel nicht verlassen. Ich habe dich nur neu eingeladen. Ich bin immer noch an der Stelle, wo ich vorher war. Okay, ich muss meine Sequenz nochmal neu anpassen. Danke. Laufen, 1000 Schritte. Oder wie war das? Ich düse im Sauseschritt. Aber so. Ja, ich fand meine Version besser. Ja, das schon da. Ich hab dich gleich rein. Weil du dich ja retten vor der endlosen Langeweile. Also ich hab grad keine Langeweile. Es sind Millionen von Gegnern. Ich mach schon ohne mich weiter Arschkrampe. Ja, was soll ich machen? Ich werd ja angegriffen. Ich hab mich nicht von der Stelle bewegt. Also schon in dem eigenen Raum, aber halt nicht weiter. Puh. Jetzt habe ich auch mal Zeit, hier die Umgebung zu zerstören. Wir sind gefangene Engel jetzt im Spiel, in den Wänden und in den Säulen. Muss man drauf achten, die kannst du befreien. Hab ich schon gesehen, ja. Sind schon ein paar befreit. Ja. Mal schauen, ich habe auch schon ein paar befreit. Das gibt's aber nicht als Mini-Mission. Als Mini-Quest. Vielleicht gibt es ja dafür einen Erfolg oder so. Freien Sie 20 gefangene Engel oder so ein Spaß.
Weiß ich nicht, möglich. Das sind übrigens keine Gefangenen, sondern gefolterte Engel. Ich glaube, man muss die Leute erst gefangen nehmen, bevor man sie foltern kann. Aber es gibt... wir müssen nicht unbedingt in die Richtung des goldenen Pfeils laufen. Weiß, aber das war erstmal die erste Richtung, in die ich gehen konnte. Aber wenigstens da hinten ist noch. Die Brunnen der Himmel waren mit der Energie des Kristallbogens erfüllt. Und jetzt seht sie euch nur an. Was ist denn der Kristallbogen? Du kennst dich doch aus, tell me. Der wurde nur in dem netten Buch, was ich gelesen habe, beschrieben. Das soll wohl das Herzstück der hohen Himmel sein. Und aus dem Kristallbogen sollen wohl alle Engel geboren werden. Aha. Ja, die haben es nicht so mit Sex und so. Die kommen lieber aus dem Kristall rausgefallen. Das sind ja langweilig. Ja, finde ich auch. Ich finde die Version mit dem Sex besser. Ja, würde ich nicht anschließen wollen. Und nachdem er Anhänger um sich geschart hatte, nahm Inarius den heiligen Weltenstein an sich und benutzte ihn, um eine Welt zu erschaffen und zu verbergen, die er Sanctuario nannte. Dämonen und Engel flüchteten sich dorthin und einige von ihnen, darunter Inarius und Lilith, verliebten sich ineinander. Kinder entsprangen vieler dieser Verbindungen. Diese ich brauche Geisteskraft. Ui, wir haben noch was übersehen. Ja. Und der große Raum ganz am Anfang. Ja, dem stimmt wohl. So, jetzt habe ich alles. Gold. Wir sind uns immer noch nicht einig, wie jetzt Gold mit dem Bus fährt. Das ist wie mit Django, der hat einen Monatskörper. Wollen wir jetzt gegen Diablo kämpfen oder gegen den Engel? Ist mir egal. Ich erinnere mich daran, Hauptsache die kämpfen. Engel in all ihrer Majestät durch diese Hallen schritten. Wir hielten uns für die Herren der gesamten Schöpfung. Unsere Arroganz war unser Verderben. Isulas Rückkehr, hast du gelesen? Nicht wirklich. Hört sich nach so einem Engelnamen an. Ja. Wurde fast von der Säule erschlagen. Ups. Bisschen meinen, du kannst so weit vorschießen. Ich kann nicht mithalten. Soll ich nach hinten schießen? Sieht aus, als wären wir beide in Ungnade gefallen, Tyrell. Komm schon. Begrüße deinen ehemaligen Leutnant. Ein verderbter Engel, der uns einführen kann. Warum tut er das? Soll er machen.
Der hat aber ganz schön viel Lebensenergie. Ja, das stimmt. Und er kann mich auch einfrieren, obwohl ich unsterblich bin. Ja, unsterblich heißt ja nicht, dass dein Status nicht verändert werden kann. Hat er war kurz vom Furchtbefallen, hast du gesehen? Gut, jetzt fühlen sich auch noch einige Dämonen. Hallo, lass mich doch mal in Ruhe. Und doch viel Statusänderungen genannt. Ja, das kann man auch besser sagen. Weil die einen machen mich mit einem Schlag tot und der andere hat keine Chance. Meine Stärke ist gewachsen. Hui, ich bin Stufe aufgestiegen. Ein goldener Ring. Hab ich... Voll. Ich bin oft zu dieser großen Spanne gekommen, um nachzudenken. Während ich auf die silberne Stadt schaute. Der Anblick hat mich immer beruhigt. Jetzt hat er die entgegengesetzte Wirkung. Ich finde das schon sehr beruhigend, hier diese verderbten Engel rumfliegen zu sehen und ja, Dämonen, das ist schon beruhigend. Ich weiß gar nicht, was Tyria hat. Ich weiß nicht, was er hat. Er meinte, früher hat ihm ist er gerne hergekommen und hat auf die silberne Stadt runtergeschaut. Der Anblick hat ihn immer beruhigt. Jetzt hat es den gegenteiligen Effekt. Ja, ich weiß nicht, warum ihn das jetzt nicht mehr. Also ich bin sehr beruhigt. Ja, los, lass uns weiter was töten. Das beruhigt immer so sehr. Ich bin bestimmt nach meiner Aussage als Amokläufer ab. Ja. Ich hatte mich übrigens zu diesem Thema neulich gewundert. Im Fernsehen kam Shooter. Und der hat da Napalm selber gemacht. Und ich habe im Internet nachgeschlagen, wie man dies denn tut. Es hat mich gewundert, dass dass nicht die Grünen oder so im Felde vor der Tür stand. Nur weil du nachgeguckt hast, wie man Napalm macht? Ja, das ist nichts Alltägliches, möchte ich es mal nennen. Also ich gucke selten nach, wie man Napalm macht. Schreckenskammer. Ich habe ein Schwert gefunden. Wollen wir nicht erstmal verkaufen gehen? Hier ist immer so ein Beam-Gerät. Okay, dann beamen wir uns mit dem Beam-Gerät. Weil ich habe schon wieder 40 von 60 Gegenständen mit mir. Und vielleicht gibt es ein neues Gespräch. Ja, da hinten bei den Gefährten auch. Ich weiß, wovor ich Angst habe. Jahrelang fürchtete ich, das Juwel von Dirges würde in die falschen Hände geraten. Dass das Böse in ihm auf die Welt losgelassen würde. Doch im Angesicht all dieser Zerstörung kann ich nicht mehr an ein Juwel denken. Selbst wenn es so schrecklich wie Dirges ist. Ihr müsst uns retten. Wer ist Dürges? Huh.